So, da sind wir wieder. Diesmal sogar mit einem sauberen Cut. Unglaublich. Unfucking glaublich. Und ich musste gerade eine Bombe legen, die jenseits von Gut und Böse war. So, jetzt ist es raus. Wirklich, Bastard. Ich kann jetzt einen Taui ausgeben für Schießwesenexperte. Wie gesagt, wenn du Geld brauchst, sag was, denn Sugar Daddy hat noch was. Sugar Daddy. So, wie viel kosten die Dinger denn? 1500! Wer? Die Pirate-Geschütze. Kann dir zwei finanzieren, aber die Zwei. gehen dann instant an mich. Zwei kann ich mir selber finanzieren, aber du kannst mir auch schon mal geben, dann. Die dauert auch drei Runden, ey. Oh, ja gut, dann gebe ich sie dir später. Auf einmal wird der Dreitausend. kleinschrittiger. Nein, aber ich wollte eigentlich stattdessen Gebäude bauen und ob das Gebäude 7 Runden oder 4 braucht, macht schon einen Unterschied. Weil ich Ja. die Kanone ja sowieso nicht früher krieg. Richtig. Ich Also eben. würde aber ich für mich haben. Also, sechs Runden hängen wir mindestens noch rum. Eben, und dann wäre das Gebäude schon fertig, wenn ich die eigentlich jetzt, und das könnte ich dann erst nächste, nein, übernächste Runde anfangen dann Wie sogar, viel wenn Geld Teile brauchst du fürs gegeben Gebäude? Kannst du mir ja vielleicht so. Das waren 3000. Wie viel Aber ich habe hast noch du? einen Tausender übrig. Ah, reicht nicht. Eben. Oder warte. Ich hab das schon richtig gerechnet. Naja, reicht nicht. Ich suche Doch, gerade so krieg noch mehr irgendwas. Geld von mir. Ich suche gerade irgendwas aus, was ich erweitern könnte, aber die Krypto kosten alle mehr. Nee. Für eine Brandstation 4250. Boah. Was? Ja. Heftig. Deswegen, ja, wird es erstmal nicht so schnell Eisenbahn geben. Ja, brauchst halt mehr Geld. Wo ist denn eigentlich mein Agento? Agentus Maximus. Er Also, wird. du musst bedenken, eine Eisenbahn bauen, die dauert auch klein. Und wie viel? 9 Runden? Muss mal gucken, ob ich das sehen kann. Mal Grüße kurz. zu sehen. 7. Dann halt 7. Aber egal, ich habe ein bisschen Handelsbeziehungen mit ein paar Nachbarn gemacht, damit ich ein bisschen mehr Geld rauskratzen kann. Obama wollte ein Bündnis und Handelsbeziehungen mit mir? Nein. Nummer 2 vielleicht, Nummer 1 nein. Wir machen unsere eigene Das zweimal Clique. zustimmen. Einmal ganz und einmal gar nicht. Ich dachte einmal gar nicht und einmal überhaupt nicht. Nein, das wäre die dritte Möglichkeit. So. Oh, Technologie erforscht. Oh, neuer General. Okay, brauche ich den? Nein. Dann brauche ich keinen dritten General. Ich wette, die Kanonen kosten auch übelst viel im Unterhalt. Steht dabei, wie viel die an Unterhalt kosten? 200! Ja. Wie viel kosten meine normalen Pupsis? 100. Bis Gut, 110, 115 meine so. Shugitai zum Beispiel, die kosten auch 180 Unterhalt. Boah. Also das ist schon happig. Ganz happy mit. Happy Hour. Oh, ich habe eine bessere Idee. Oh Gott, jetzt Treffen kommt's wir wieder. Ninjas. Weil ich habe Ninja! eine Tech dafür erforscht. Jetzt kann ich nochmal zwei bauen. Und zwar in meiner Überprovinz. Weißt du, dass mein Hirn eigentlich total von Scheiße befüllt ist? Ja, mit einem Haufen Memes, mir geht's auch nicht anders. Ich kann mich am Alltag gar nicht mehr konzentrieren. Too much Memes. Hier ist aber, wenn du Ninja sagst, muss ich unbedingt mein Schild mal wieder angucken. Ja. Gibt auch einen Haufen Leute, die dran denken. Also ich. Und. Bei der Zuschauerschaft gibt sicher eine Person, die sich da uns anschließen wird. Ja, wollte gerade sagen, und wenn ihr es nicht kennen solltet mit Ninja und Machinima, dann schämt euch. Mein Civil Protection sollte eigentlich jeder kennen. Ja. Genauso wie Freeman's Mine. Da kam vor kurzem eine Folge raus, unglaublicherweise. Ja, weil die April-Scherz-Folge. Aber trotzdem, sie war da, also das zählt. Das zählt! Auf jeden Fall zählt das. Ja, guck mal, ich habe Kyoto gefunden. Meinst Yamashiro? Ja.
Warum ist dein Agent da drüben eigentlich? Ich wollte ein bisschen scouten. Und die Warum? vorne hat er keine Verwendung mehr, weil ist ja alles konvertiert. Ja, weißt du, was das Problem ist? Für gewöhnlich hast du das Problem, alle sind nicht die Zugehörigkeit, die du hast. Jetzt ist es so, dass keiner von denen, mit denen wir uns bekriegen könnten, in der Nähe ist. Mal ganz kurz gucken, unser schöner Nachbar, hat er eigentlich irgendwelche Bündnisse? Wir hatten ein paar. Der ist erstmal mit den Ionosawas verbündet, mit den nördlichen Faggots, die ich in Ruhe gelassen habe. Okay. Damit den Kanazawas und mit den Obamas. Also wenn wir da reinknüppeln, haben wir mit allen Stress. Das klingt schon nach Spaß. Das ist echt der Ost-West-Konflikt, ganz ehrlich. Ja, aber du musst merken, eigentlich ist es nicht, also es ist der Ost-Ost. Westkonflikt. Der Ost-Ost-Ost-Konflikt. Ja, der Ost-Ost gegen Ost-West-Ost-Ost-West. Ost-West. Ja, Konflikt. wir haben halt keinen Bock mehr in der Clique dabei zu sein. Und lol. Hast du es Genau. gesehen? Der wurde geroastet. Toasties. Vini Vidi Violini. Ich kam, sah und vergeigte. Der ist gut. Ja. Kanntest du nicht? Nee, noch nicht. Jetzt schon. Jetzt schon, ja. Alles kann ich auch nicht kennen. Oh. Ja, meine Kollegen kommen eher mit Doggy-Memes an. Ah, sind auch Ja. so lame Boys. Ja. Mittlerweile bringen sie mir wieder den von Hötzendorf. Nein, schon wieder. Der ist Aber ich mir. sag dir eins, wenn wir da Beef mit allen anlegen, dann wird es aber auch Beef mit allen sein. Das Dazu Problem, mach was. dich auf was Sagen wir gefasst. so, allgemein habe ich kein Problem damit. Das Problem, was ich jetzt damit habe, ist, dass der Nördliche auch dabei ist. Und da habe ich keinerlei Truppen an der Front oder so. Wenn der ausgeklammert wäre, wäre mir egal. Dann können wir es ruhig machen. Weil wir haben nur eine Front. Vielleicht kannst du ihm ja ein Bündnis unterbreiten. Eins, was er nicht ablehnen kann. Vasalisierung. Aber was wir machen könnten, wäre die IO4-Taktik. Du erklärst einfach die Ionesawa in den Krieg und dann wären die Nagaoka auch dabei. Ich guck mal gerade. Die IO4-Taktik. Ja, das können wir machen. Dann hätten wir nur Krieg gegen zwei. Ja, du erklärst ihm an, der Krieg, der die wenigeren Bündnisse hat. Siehst du, ich Ja. habe auch was gelernt in EO4. Das stimmt. Ja, das können wir machen. Sind wir nur mit den beiden im Krieg. Dann muss ich auch meinen Namen wieder hocheiern. Ja, du kannst ja auch von Fukushima aus nach Dings. Ja, ich kann von da aus nach Wenn oben. wir mit den beiden im Krieg sind, kannst du von da aus nach Usen. Ja. Und da Aber wir oben müssen trotzdem noch ewig warten, weil meine Geschütze Aomori. erst gleich fertig sind. Ja, wo baust du die überhaupt? Shimotsuka. Nächste Runde sind Na gut, zwei dann sind wir ja fertig. wenigstens. Die sind dann für mich. Die nächsten bekommst dann du. Nett. Haben wir schon zwei Sterne, also freu dich. Mal sehen, ob sie überhaupt zum Einsatz kommen werden. Boah, Verwendung gibt's dafür immer. Das ist auch ein Argument, ja. Oh, ich vergesse meine Agenten zurück zu beordern. Na egal. Papperlapapp, den brauchst du nicht. Das gehört eh alles uns, also. Du weißt doch, er knüppelt sich seinen Weg durch. Hat der Obama eigentlich mit der Maschine für ein Problem? Ich hab keine Ahnung. Ich find's cool, dass er so eine kleine Fussel-Bussel-Armee dahin stellt, in der Hoffnung, es klappt schon. Ist he tried? Full Wyatt? Ja. Ja, nee, warum auch nicht? Es kommt einfach raus und will Stress. Aber wo du gerade EO4 erwähnt hast, Mann. es gab ja ein neues Update, muss ich auch mal hier testen. Aber ich habe momentan keine Lust Ja, dazu. stimmt, genau. Ich bin mir zu geizig für den DLC. Vielleicht Halsabschneider. Ja, die kosten auch mittlerweile 15.000. echt viel zu viel. Bei 10 Euro habe ich bei Parox immer Vor allem. gesagt, ja, gebe ich euch gerne, finde ich in Ordnung. Bei 15 war ich immer so, Schmerzensgrenze. Und jetzt 20, wo ich mir denke, pff, eigentlich so viel. Vor allem eigentlich nur für ein Ming-Pack und so ein Kack. Ja, Also, das ist das Nächste, wie viel ist eigentlich drinne?
Deswegen 10er wäre locker easy. Aber an sich ja ist noch das Ming-Pack, Mandate of Heaven. Das ist hier ein zweites Reich quasi da. Ja, ein zweites HRR. Oder Na, ich werde Giga kreiert. da ist jetzt das. Großer und sonst immer. Wow, die Kaiserlichen tun sich jetzt auch schon untereinander zerfleischen. Na, großartig. Ja, wenn, dann ist richtig full white. Ja, wenn schon, denn schon, da hast du recht. Wie viel Geld hast du eigentlich? Ich habe noch 2.500 für dich. 2.600, um genau zu sein. Ah. Falls du was brauchst. Es ist Sommer. Und weiter. Summer? Summertime? Nein! Nein! Oh, stimmt ja, meine Bewegungsreichweite ist durch die Kanonen auch so extremst eingeschränkt. Ja. So, dann krüppel ich mich mal wieder nach oben. Oh Gott, das wird so. Warum mussten die das so machen mit der Bewegungsreichweite? Weil es sonst so OP wäre. Hast du vielleicht ein 300? Oder warte, ich guck mal ganz kurz Welchen Teil was. von ich habe 2,6 auf der Seite hast du nicht verstanden? Du sagtest, wenn ich eine Eisenbahn brauche, ich brauche zwei, ne? Ja, brauchst auch eine Endstation. Brauchst einen Anfang und ein Ende. Aber besser du fängst voll mit einer an, als wie mit keiner. Das stimmt. Wenn dann. Ich überlege gerade von der Hauptstadt aus. Ja, von der Hauptstadt. Wie viel brauche ich denn von dir? 2000. Dann mach's Angebot. Wo bist denn du? Ich hab deinen Namen vergessen. Ah, da bist du. Okay. Handelsembargo fordern. Dich zu begrüßen. Es ist immer nett, wenn Freunde zum Ich Gespräch bin nicht kommen. aber mit den Nagaoka. Du auch. Verräter! Verräter! Ja, ich habe Geld. Da kommt er wieder betteln zu mir, der schwarze Teufel. Ja, komm, dafür kriegst du auch deine Geschütze von mir. Die habe ich dir schon letztes Mal finanziert mit den 3000. Ach so, ja, stimmt auch wieder. Das ist noch mehr in der Kreide bei mir. Jetzt weiß ich auch, wie Deutschland seine Gründerjahre finanzieren konnte. Es war der Österreicher, der die ganze Knete da reingeworfen hat. Von wegen die ganze Knete aus Frankreich. Nein, es war der Österreicher. Der ist der wahre Übeltäter. Er war halt nicht so salty nach dem Krieg. Was macht deine Armee eigentlich? Habe ich gar nicht nachgesehen. Oh, da tut Es sich ja wird gebaut. was. Oh, was ist denn das Schönes? Shogitai? Ja. Also die nächstbesseren Sind's Banzai Katanas. Boys? Bogenkachis, schön klassisch. Hast du auch noch ein paar Chicks mitgenommen? Ja, die Geishas. Die eine ist zu motivieren, die andere für die Stadt. Weil die geben, die erhöhen das Ding. Das Einkommen pro Runde der Stadt. Ja. Geben da zusätzlich. Deswegen, die sind nicht schlecht. Jetzt, wo der Sommer auch vorbei ist, kann ich hier in meine ganzen Städte mal reingucken, ob ich hier ein paar Truppen einsparen kann. Ja. LOL. Überlegung wert vielleicht. Guck mal nach Norden. LOL! Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, die sagen ja okay. Haben die mit irgendeinem Beef? Ja, mit ein paar. Ah ne, haben die jetzt sogar Beef, die Nagokas? Ja, die haben Beef mit vier Parteien. Okay. Als ich das mal reingesehen habe, war noch alles friedlich. Ne, jetzt haben sie Beef mit vier. Und vor allem der Westen nähert sich immer mehr dem Osten an. Riecht nach Krieg. Oh ja. Ah, hier kann die Das Armee jetzt noch mag hier ich. weg. Ja, wir müssen hier unser Sozialsystem durchsetzen. Vor allem unser Sozialsystem, ne? Ja, alles gehört mir. Das ist ein soziales System. Finde ich auch. Meins, meins. Oh nein, jetzt... Oh nein.
Schaut's denn aus? Ah, noch zwei Runden, dann könnte ich. Denn wie alles muss mein sein! Den Lebensraum im Osten haben wir ja schon, jetzt müssen wir uns den im Westen ergattern. Ja, ich habe mir ein bisschen Lebensraum im Norden schon geholt. Ja, Tendenz steigend. Ja. Vor allem bei den gelben Boys. Willst du denen auch gleich ans Bein pissen oder? Das ist eine gute Frage. Da wir sowieso noch ein bisschen warten müssen, warte ich da sowieso noch ab, ob die vielleicht die Nieren dann ganz kaputt bekommen. Wenn ja, spielt uns das sehr in die Karten, mit denen lasse ich jetzt mal in Ruhe. Naja, aber wir wollten eigentlich die Lilanen dann wegbomben, weil, naja, damit wir die Grünen wegficken können. Ja, wenn die Lilanen dann gleich von den Gelben weggebombt werden. Dann? Dann hauen wir direkt auf den Grünen. Na gut, dann sind wir aber mit den anderen im Tief. Ach, scheiß drauf. Das ist so kackiger, ist eine Front, eine gerade Front. Solange nichts hinter uns ist, ist alles top. Das ist ein Argument, ja. Und du weißt ja sowieso, wie groß, was ihre Armeen sind. Heerbahn. Gewehrträger. Wenn ich Einheiten schenken will, muss ich nur deine Grenze erreichen, ne? Und das Geschenk drücken. Genau. Wo willst du die hinbestellt haben? Ich wäre jetzt ja verbunden, wenn du sie in diese Richtung schicken könntest. Darunter. Okay. Nächste Runde. Also in. Mein übernächstes so gesehen sind sie dann fertig. Dann kannst du dich ja freuen, Qualitätsware von mir zu bekommen. Oh. Ja, die Geschützwerke von Fukushima. Direkt neben dem Atomkraftwerk. Atomsprenggranaten! Und das im frühen 19. Jahrhundert. Ja. Gucken. Braucht mehr Geld. Geld, das regiert die Welt. Ich habe gerade 2,8. Ich könnte bestimmt irgendwas mir leisten. Wobei Städteerweiterung kann ich mir nicht leisten. Wobei doch, die könnte ich vergrößern hier. Wobei, warte mal, es würde mehr Sinn ergeben, wenn ich meine Geschützgießerei verbessere. Das würde es unter anderem, ja. Ja, verbessern wir jetzt meine schöne Ortschaft. Oh, eine Ortschaft. Nice. Machst du aus einem Kuhdorf eine Ortschaft? Nee, aus einem Kuhdorf wird erst ein Kaff. Ach, fuck. Also ich bin noch auf Stufe Kuhdorf. Ich bin schon was größer. Ich bin Ortschaft. Absteige. Ich bin Ortschaft. Gut, dann bleiben wir bei Ortschaft. Ja, Großstadt würde ich es hier noch nicht nennen. Dazu bin ich, ein bisschen abseits. Ja. Hab aber auch nichts dagegen. Aber ich muss sagen, die in der Mitte, die stechen sich schon ordentlich ab, also, bitch please. Ich sag ja, die sind ziemlich, dabei. Also ich wäre dafür, dass man in ein paar Runden ordentlich Beef verteilen. Apropos Beef, los, mein Ninja, geh was sabotieren. Ninja! Ach, deine Kosten sind runtergegangen, jetzt kostet er 1000er Sabotage. Kostet nicht mal 1000? Vorhin war es 700. Nein. Ich habe sogar extra einen Decker vorgestellt, damit es billiger ist. Nein. Aber er hat's angezündet. Und er hat's komplett demoliert. Gut gemacht. Gut. Hat er auch einen Make-up bekommen? Nein. Ah, nee, der ist schon fast zu hoch. Max-Rank. Ich wollte gerade sagen, der ist schon zu hoch. Was hat er eigentlich alles? Ja. Oh. Technologie erforscht. Jetzt kann ich auch Armstrong-Kanonen machen, wenn ich will. Und ein Auge für die Ladies, der notgeile Sack. Ich muss mal gucken. Cool, der Fappen der Schatten. Ja, auf Schiffe gehe ich auch mal allmählich. Ich wollte auch auf Schiffe gehen. Ja. Das, wie gesagt, der Seekampf in Four of the Samurai ist gar nicht mal so AIDS, also das in Vanilla ist echt... Oh, ein Sohn ist geboren worden. Nice. Nice! So. Eine Runde muss ich noch gedulden, dann sind sie da. Nice. Dieses Nice, er mich übrigens die ganze Zeit den Commander Shepard. Nice. Nice! I'll be going nice. Now. Nice. Nice. Also ich muss sagen, meine traditionelle Armee of Doom, der steht schon langsam. Ja, hab ich gesehen. Die bekommt nein, jetzt... Nein, Obama, ich will nicht mit euch was tun, ihr braunen Neger.
Das kann man ganz. Ja, okay, aber. Obama ist braun, die Fraktion ist braun. Ist das ein Zufall? Aber Moment, es kommt gleich noch ein Zusammenhang. Wenn wir Obama vernichtet haben, weil er ist ja auch nicht mehr im Amt. Oh Gott, aber. Ich bin nicht so blau wie Trumps Anzug, also passt das nicht so gut. Ah. Stimmt. Und ich bin zu schwarz dafür. Ach, jetzt habe ich es endlich verstanden. Ich bin der Quotenleger in diesem LP. Ja, kann gut sein, so will ich es jetzt. Genau wie damals in der Ausbildung und in den ganzen Schulen, ja, die ich besucht habe. Wir hatten immer einen Quotenleger gehabt. Aber wirklich immer einen. Der passt eh, oder? Es war halt so gut. Immer einen. Glaube ich sofort. Mal gucken, jetzt hast du das dann an mir noch gemacht. Und noch ein bisschen vergrößert. Ja. Ja, das ist doch schon also, mal... Wenn die Kanonen da sind, ist meine Armee auch voll bei 20 Guys. Deine Armee mangelt jetzt ein bisschen an Fernkämpfern, aber ansonsten ist das ziemlich heftig. Wer braucht schon Fernkämpfer, wenn er säckgeschmeißende Ninjas hat und Bogenschützen? Und vor allem einen Haufen Beef. Oh yes. Bitteschön. Oh, das ist darüber gestellt. Ja gut, der Weg wäre nicht anders gewesen. Oh, kommt ungefähr aufs selbe hinaus. Weile. Ja, ich bin auch auf dem Weg. Aber in zwei Runden bin ich an der Grenze. Ja. Meine Armee ist dann auch vorbereitet, dann macht man einen grünen Batzen weg. Beziehungsweise ich mache erst hier einen Batzen weg. Ja, das sowieso. Aber der grüne ist dann auch, das ist einhergehend. Und vor allem, selbst wenn der grüne Batzen nicht mitmacht, ich erkläre ihm trotzdem den Krieg und du... Grüner Batzen, ich hätte gerne die zwei Provinzen Ichigo und Nordshinano. Dann nimmst du dir. Ja, werde ich auch machen. Oh, das ist sogar Baumwolle, die brauche ich. Eine der wenigen Ressourcen, die du noch nicht auf Lager hast. Ja, ich kann sie mir aber holen. Das könntest du tun, ja. Gewalt. Ich find's manchmal interessant, wie die KI so viel Knete rausziehen kann. Cheat. Gay. Wie in EU4? Ja. Was fragst du eigentlich so blöd? Wie in EU4. Du vernichtest eine 50.000 Mann Armee von ihm. Deine Provinz weiter ist sie wieder. Ja, vielen Dank, Söldner. Oh, ja, gerade zum Early Games sind Söldner heftig. Ah, okay, entspricht auch der Wirklichkeit. Damals wurden halt beliebt Söldner eingesetzt. Gerade wenn du jetzt Burgund spielst, du hast ja die ganzen Traditionen dafür, dass die Söldner billiger sind und noch mehr anfordern kannst wie andere. Ja, passt eh, oder? Ja. Burgund kriegst ja immer noch einen Arschtonnen Geld. Zwar nicht mehr so viel wie früher, aber immer noch genug. Oh, ich weiß noch ganz früher, wo Burgund richtig OP war. Boah. Wow, also die Kanonen brauchen halt mal eine halbe Ewigkeit, bis sie irgendwo ankommen. Ja. Ich sehe schon den nächsten. Dann machst du ein paar Modifikationen in den Kanonen. Die Modifikationen. Die fliegen raus. Dann will ich mein Geld wieder haben. Ja, warte mal, ich hab's doch schon bekommen. Ja. Was ich interessant finde. Was denn? Ich habe jetzt zwei Aufnahmen gemacht und es ist nichts passiert. Es kommt noch. Eile mit Weile. Ja. Mich dünkt, du hast Stress, Kollege. Nö. Na dann. Ich schieb mal meine Agenten wieder zurück allmählich. Aber meine Armee ist in zwei Runden Position, also nächste Runde. Die Worte zu lange wegen die Kanonen, das ist so scheiße. Ich habe 3800 Knete, ja. Ich könnte mir was leisten. Glaubst du? Ich glaube, ich überlege gerade, Handelshafen oder Militärhafen, was ist besser? Wir für einen Militärhafen. Ich eigentlich auch. Aber im Handelshafen kannst du dann auf den Handelsdistrikt gehen und dir eben die ausländischen Einheiten holen. Dann machen wir das doch. Drei von denen. Das ist. Der kostet übrigens arsch viel Geld.
Ja, das finanzieren wir über den Krieg. Kennst du doch, der Krieg erinnert den Krieg. Ist nicht ganz unrecht, aber ich meine nur, dass das mit Arschteuer meine ich glaube ich 12.000 war der Preis oder so. Haben wir nicht damals unseren Oder privaten LP 9.000? gegenüber gebaut? Privaten LP, what the fuck, unser privaten Spiel? Ja, privates LP, das haben wir nur privat, das dürfen wir nur wir beide uns anschauen. Ja! Alle anderen dürfen nicht. Wir sind so hip dafür. Außer Admiral Hipster. Nein. Nein. Admiral Hipster. He was the Admiral best. Hipster. Ja, Admiral Hipster, er war der Beste. Der funkigste. Ist immer gut, wenn mein Kollege im Rant-Modus ist, wenn der Admiral Hipster spielt. Ja, da meinte ich halt nicht auf. Boah, er weiß halt nicht, was er mit dem Ding anfangen soll. Ja, auch kacke, das Teil, da hat er auch recht. Ich hab da gerade Kernschmelze gelesen in der Provinz Omi. Warum willst mein Hirn so scheiße? Warum Kernschmelze, wenn ich fragen darf? Ich habe die Silberschmelze da gesehen. Irgendwie habe ich da Kernschmelze gelesen. Ich schieb's mal auf die Uhrzeit. Es ist spät. Es ist fucking Dienstag, ey. Ich will Donnerstag haben. Wieso, weil da Fab Day ist? Was ist das denn? Explosion am BVB-Bus? Was? Das muss ich mal kurz lesen. Das Spiel ist abgesagt. Dortmund gegen Monaco. Was haben wir denn hier? Nach DVB-Angaben ist eine Bombe am Mannschaftsbus im Hotel explodiert. Die Spieler befinden sich in Sicherheit. Weder im noch am Stadion besteht Gefahr. Lol. Okay. Was drehen die Leute alle am Rad, ey? Ja, die wollten meinen Lieblingsfußballverein attackieren. Monaco! Ja, ohne Scheiß, was dreht die Menschheit so am Rad? Ich meine, holy shit. Also, wenn ich könnte, würde ich auch viel Scheiße bauen. Ja, das weiß ich, aber es ist hier und da schon echt Aha. heftig. Es ist hier und da echt heftig, wie die Leute alle am Abdrehen sind. Hier überall aufstehen, sag schon, aufstehen noch nicht, aber kommt auch noch. Riot. Überall Riot, überall sprengen sie sich in die Luft, überall ermorden sie Leute und ich denke mir die ganze Zeit so, das ist die Welt, wo wir alle sagen, Die es ihnen gefällt. alles ist Peace, Love, in the air. Schade, heute kein Champions League. Hätte ich mir nicht angeguckt. Wäre das nicht schon? Ja, meine Mannschaft musste ja schon vorher ausscheiden, weil sie nur scheiße ist. Also passt es perfekt zu dir. Ja, danke. Ja, ist so. Also mit Leverkusen ist dieses Jahr gar nichts, ey. Die sind richtig scheiße. Ich weiß nicht warum, aber immer wenn ich Leverkusen höre, muss ich an eine Leber denken. Und ich hasse es. Ich mag sie. Leber ist cool. Ja, aber ich meine, ich muss halt jedes Mal dran denken. Das kotzt mich so an. Ach so. Ja. Sollen wir Arschloch sein? Das heißt. Mit mega Cliffhanger, weil wir haben noch eine Minute Zeit. Ich würde noch mal eine Runde gerne machen und dann im nächsten Part werden wir den Krieg beginnen, wenn du schon soweit wärst. Oh. Oh. Du weißt, dass ich immer da bin für fucking Riot. Ja, es sei denn, du willst aufrüsten. Oder umrüsten. Was heißt da auf- oder umrüsten, Alter? Ich glaube, ich bin härter drauf als du. Das ist ja kein Wunder, du hast auch deutlich mehr Knete als ich. Das ist gelogen. Nein, nein, Das nein, aber. ist Lügerei. So, du darfst dann. Ja, Und du willst es echt mit dem Cliffhanger beenden? Ja klar. Das heißt, dass du dann aber speichern musst. Nö, ich gebe noch einmal ab. Ach, verdammt. Ich kann ein neues Vielleicht Gebäude noch einmal. bauen. Was bauen wir denn hier? Ein Gasthaus, genau. Aus. Einen traditionellen Dojo. Einen Dojo. Sorry.
Oder ich spare auf 5780, damit ich die Armstrong-Kanonen bauen kann. Ja, auch eine Überlegung wert, weil die... Gut, aber ganz ehrlich, meiner Meinung nach sind die auch nur minimal besser als die Dings. Ich glaube, ich brauche keine Die Armstrong-Kanonen. Parrot. Wenn ich mal anschaue, die Parrot haben eine Genauigkeit von 25, 25. Die Armstrong haben 30. Okay, gut, die haben doppelt so gute Nachladezeit mit 50, aber... Wenn du allgemein in der Defensive bist, ja gut, weniger Nachhaltigkeit ist schön, aber ich glaube nicht, dass das die Entscheidung hier ausbringen wird manchmal. Ja, weniger Nachladezeit, gut, die einen laden 50, also 100% schneller nach, aber... Yeah. Also Armstrong-Kanonen fürs Late-Game sicher praktisch. Ja, Aber da im Moment muss bestimmt. man nicht unbedingt direkt drauf ziehen. Ja. Ich glaube, ich spare das Geld aber trotzdem. Mal gucken, weil ich mir irgendwas herleisten kann. Zweite Armee wäre eine interessante Art, aber dafür habe ich zu wenig Geld. Oh, stimmt, das ist denn eine. Ja, ich mache 1,4 im Monat. Da bin ich eigentlich ziemlich glücklich mit, da ich übrigens ab und zu mal ein paar Gebäude-Upgrades machen kann. Mache auch 1,4, aber ich habe zwei Armeen. Ja, da ist der Unterschied zwischen uns wieder. Ja, aber gut, ich baue auch meine Wirtschaft relativ gut aus. Das liegt auch daran, weil du Wirtschaft hast. Ich habe ja Telegrafenstation. Hey, ich baue überall einfach nur Spielhallen und den ganzen Scheiß. Das ist auch eine Idee. Das bringt halt eben Geld. Ist so. Gut. Dann war es für die Folge. Nächste Part geht's dann richtig heftig an die Westfront. Ja, im Osten nichts Neues, wie immer halt. Das ändern wir. Nächstes Mal gibt's ein bisschen Beef im Puff. Genau. Also so richtig. Ja. Bis dann. Also so richtig, richtig. Ciao!